geht es um die Vorstellung des Wohnmobilstellplatzes in Kästen an der Mosel. Wir fühlen uns hier super wohl, wollen euch den gerne vorstellen. Und deswegen gehen wir mit euch jetzt mal eine Runde hier über den Stellplatz. Ungefähr für 60 Wohnmobile ist hier Platz. Es gibt eine Fähr- und Entsorgung. Und das Positive an diesem Platz ist, ihr könnt hier sogar anrufen zwischen 17 und 21 Uhr täglich und könnt euch einen Platz vorreservieren. Zu unserer linken Seite hier könnt ihr mit dem Fahrrad Richtung Liesa fahren und Richtung Bernkastel-Kues mit den Fahrrädern und natürlich schön durch die einzelnen Weinanbauten bzw. Reben. Einmal kann man hier zur rechten hochfahren, das ist dann so die zweite Reihe, dritte Reihe, wo man parken kann, also es gibt genug Möglichkeiten. Und ganz vorne, da gehen wir gleich vorbei, steht man direkt an der Mosel. Die Plätze sind allerdings zwar von der Länge sehr gut, aber von der Breite nicht so wie die auf der Rasenfläche. Und wer mit Hund unterwegs ist und so wie wir einen Hundezaun aufgebaut hat, den kriegt man da recht schwerlich in den Boden gerammt. Ihr fahrt jetzt einfach mit dem Wohnmobil hier rein und zur linken Seite ist die Anmeldung. Da gehen wir jetzt mal hin. Also hier sind wir jetzt beim Check-in. Da kann man Brötchen bestellen. Eigentlich kommt der Brötchenmann, aber der kommt zurzeit nicht. Den müssen wir hier bestellen. Dann kann man hier Wein und andere Kleinigkeiten noch kaufen. Aber der Wein ist wirklich tief gekühlt, wenn man den hier kauft. Ja, die Weinkarte vom Wohnmobilstellplatz habe ich so auch noch nicht gesehen. Nur Pilz gibt es auch. Guck. Ja, und dann hier zur Linken haben wir dann quasi die Müllentsorgung, genau. Wo auch nochmal beschriftet ist, getrennt für Papier und Sonstiges und Restmüll halt. So, und hier haben wir dann eine Wasserversorgung sozusagen. Die Entsorgung ist hinten, da gehen wir gleich hin. Und hier kostet circa, was steht drauf? Ich glaube, es waren 50 Liter kosten 50 Cent. So, jetzt kommen wir gleich an unserem Wohnmobil vorbei, wie man nachher unschwer an dem Hundezaun erkennen kann, und gehen mit euch zu der Versorgungsstation. Warten und bleiben. Die zwei sitzen drin im Wohnmobil und warten auf uns. Funktioniert aber. Und nichts auseinandergenommen. So, und hier kommt die Entsorgungsstation, die ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Ja, die ist ein bisschen spooky, ne? Ja, spooky nicht, aber hier unten sieht man die. Jetzt gehen wir mal um die Ecke. Hier unten sieht man das Rohr, was man praktisch dran hält oder die beziehungsweise ins Loch reinsteckt und die Schaufel dann darunter. Werden wir morgen machen. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Und hier halt das nächste Mal, die Kassette wird hier auch drin entleert. Also hier kommt eigentlich alles rein. Genau. Grauwasser und Toilette. Und natürlich hier nochmal Wasser dementsprechend, ja. Und wie gesagt, direkt an der Mosel. Aber das zeigen wir euch noch mit der Drohne. Jetzt auf dieser Bank, direkt mit dem Blick auf die Mosel, am Stellplatz hier in Kästen, ändert auch schon unsere Vorstellung des Stellplatzes. Wir hoffen, die hat euch gefallen. Ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen. Wenn ja, wäre es schön, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht sogar unseren Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Königswelten.